Man könnte es ja auch anders sehen. Die AfD müsste sich klarer und eindeutiger vom rechten Rand abgrenzen. Dann würden sie auch aus ihrer Schmuddelecke rauskommen. Was meinen Sie denn mit rechten Rand? Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich meine zum Beispiel die Auftritte in Chemnitz gemeinsam mit Rechtsradikalen. Ich meine zum Beispiel die Auftritte bei Pegida. Ich meine zum Beispiel die Äußerungen von vielen ihrer Mitglieder und Funktionären. Und das meinen Sie, das verstehen Sie als rechtsradikal. Ich habe Sie jetzt gerade nach einem Beispiel genannt, nach einem konkreten, was Sie mir nicht nennen konnten. Pegida als rechtsradikal zu bezeichnen, wo Tausende von normalen Bürgern, denen es wirklich hier steht, auf die Straße gehen und für ihre Stimme zu protestieren, das würde ich nicht als rechtsradikal bezeichnen. Aber